Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit 2. In der letzten Folge haben wir die letzten beiden Events abgeschlossen, und zwar das Runden-K.O.-Rennen General Motors und das Runden-K.O.-Rennen Porsche 911 Turbo. Beide mit Goldmedaille natürlich, und heute geht es weiter mit einem Turnier. Und zwar dem Meisterschaftsturnier Nr. 3. Im dritten Meisterschaftsturnier kannst du zwischen mehreren Mittelklassewagen wählen. Bestreite 4 Rennen und hol dir den Titel. Landest du bei diesem Turnier unter den ersten 3, gewinnst du eine Medaille und der nächste Event wird freigeschaltet. 35.000 Punkte gibt es für die Goldmedaille. Und wir gucken mal, was wir hier für Mittelklassewagen zur Auswahl haben. Die erste Strecke ist Wine Country mit 2 Runden. Wir fahren insgesamt 4 Rennen. Okay, mit 8 Teilnehmern auch. Okay, oh, Porsche 911 Turbo. Na, das klingt doch schon mal vielversprechend. Oh, okay. Ferrari 360 Spider. Das ist ein Mittelklassewagen. Das würde ich ja schon eher so etwas höher ansiedeln. Ich persönlich, aber gut, da bin ich schon. Ich glaube, der Porsche müsste hier eigentlich der schnellste sein. Wir gucken nochmal ganz kurz auf die Höchstgeschwindigkeit, was hier so steht, 305 km/h, und hier beim Ferrari 360 Spider haben wir eine Höchstgeschwindigkeit von 290, ja. Und ich glaube, die anderen müssten eigentlich alle langsamer sein, es sei denn, ne, eigentlich kann das gar nicht sein, dass die noch schneller sind. Nee, das geht gar nicht. Okay, nehmen wir den Porsche also mit der Farbe Gelb und wir legen los. So, wir sind im Starterfeld. Wine Country, Ace, Razor und meine Wenigkeit haben die 911 Turbo verwendet. Lila, die Viper GTS, Ranger, den SVT Mustang Cobra R, Onyx, den 360 Spider, Zeta, den HSV Coupé GTS und Swerve, die Corvette Z06. Ja, also hier sind wirklich viele verschiedene Wagen zugelassen zu dem Rennen, die auch alle fleißig verwendet werden von den verschiedenen Teilnehmern. Aber ich glaube, manche werden hier wohl kaum eine Chance haben, weil die Unterschiede doch relativ stark sind, zum Teil. Ja. Okay. Also man sieht ja schon jetzt, glaube ich, wie das Feld hier schon so leicht auseinander geht. Bereits jetzt. Ich glaube, das bestätigt meine Aussage. So, aber ich bin mit meinem Porsche 911 hier, glaube ich, auch ganz gut mit dabei. Onyx ist vor uns mit seinem Ferrari 360 Spider. Oder auch Ferrari 360 Spider. So kann man es natürlich auch aussprechen. Klingt dann nur ein bisschen weniger cool, aber ja, es geht auch. So, an welchen Wagen hat der erste? Warum hat der Ferrari teilweise keine Reifen mehr, wenn er zu weit weg ist? Das ist seltsam. So, was haben wir denn hier? Auch ein Porsche, okay. Der Ace wird wohl anscheinend unser ärgster Gegner werden, wenn der hier auch den Porsche fährt, wo so wie wir. Schätze ich einfach mal. So, 2 Runden sollen wir hier fahren. Okay, mal gucken, ob wir das Turnier in der Folge ganz durchbekommen. Ich hoffe natürlich. Mal schauen, wie lang hier die einzelnen Rennen dauern werden. Ja, sehr schlau auf jeden Fall, einfach nicht an mir vorbeizufahren, sondern mich einfach zu rammen von hinten. Gute Taktik auf jeden Fall. So, also wir sind schon mal vor, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Wir sind erstmal Erster. Aber wir wissen ja, dass sich das ändern kann. Und die Gegner bleiben noch relativ nah dran. Also es bleibt spannend auf jeden Fall.
Sie sind nicht sofort direkt komplett abgeschlagen. Finde ich aber gut. Dann bleibt es echt mal ein bisschen spannender. So. Hier ist die erste Runde vorbei. Nach um die 3 Minuten. Also das Rennen dauert hier auch schon wieder 6 Minuten. Ja, okay, aber wenn jedes Rennen hier 6 Minuten dauert, dann sind wir bei insgesamt 24 Minuten. Und das geht eigentlich für eine Folge. So. Okay. Okay, aber jetzt sind die Gegner dann doch eher wieder ein bisschen weiter abgeschlagen. Nur der eine Gelbe da hinter uns mit seinem Ferrari. Der bleibt tatsächlich etwas näher. Okay. Wir haben hier auf der rechten Seite richtig so eine Tribüne, ne? Also so ein. Ja. Upsala. Wahrscheinlich noch aus der alten Römerzeit oder so, wer weiß. So, wir wurden überholt von Onyx in seinem Ferrari 360 Spider oder auch Ferrari 360 Spinne, wenn wir bei der deutschen Sprache bleiben wollen. So, komm schon her. Das haben wir doch gleich wieder. Das Problem des zweiten Platzes sollten wir gleich behoben haben. Kleinen Moment. So. Perfekt. Problem gelöst. So, letzte Runde. Okay. Und dann sollten wir das Rennen hier auch gleich abgeschlossen haben. Wir müssen hier noch nicht mal eigentlich überall Erster werden. Bei dem Turnier zum Glück. Es reicht ja, wenn wir am Ende einmal Erster werden in der Gesamtwertung. Ja, jetzt verlieren wir. Ah, verlieren wir ersten Platz? Nein. Zum Glück nicht. Okay. So, jetzt müsste echt gleich das Ziel eigentlich kommen. Wo ist es denn? Ah ja, okay, hier nach dem Tunnel kommt es. Sehr schön. Erstes Rennen abgeschlossen mit dem ersten Platz. Finde ich gut. 1650 Punkte gibt es dafür schon mal. Gespeichert. Nächstes Rennen. Okay, 8 Punkte haben wir gesammelt. Okay, Onyx und Ace sind hinter uns. Die merke ich mir. Nächste Strecke ist Tropical Sunset mit einer Runde nur. Okay. Ja, gleicher Wagen wieder. Andere Farbe. Tja, nehmen wir mal hier dieses grün, türkismäßige, was auch immer. Los geht's. So, Tropical Sunset Starterfeld. Wir legen los. Hier fahren wir jetzt wieder ein Punkt-zu-Punkt-Rennen. Ja. Dementsprechend natürlich nur eine Runde, wenn man so will. Wobei das natürlich keine Runde darstellt. Aber das interessiert die Entwickler anscheinend nicht, denn sie schreiben trotzdem hin, dass wir hier eine Runde fahren. Ach Mist. Ach so, stimmt. Ich erinnere mich noch, wir sind ja schon mal gefahren. Und da habe ich immer am Anfang genau diesen Fehler gemacht, den ich jetzt auch gemacht habe. Habe dann dadurch das Rennen verloren. Ach ja, da kam es gerade alles wieder hoch. Aber in diesem Fall scheint das jetzt nicht so schlimm gewesen zu sein. Da unten sehen wir schon das Ziel. Also wenn ich jetzt einfach hier runterspringen würde von der...
von der Klippe und direkt ins Ziel fallen würde, dann könnte ich mir einiges sparen an Renndauer. Aber leider ist das, glaube ich, nicht so möglich in der Form. Nun gut. So. Die Leute bleiben relativ nah dran bisher. Vor allem der eine Kollege hinter uns wieder mit seinem Ferrari. Der lässt echt nicht locker. Aber soll er auch gar nicht. Konkurrenz belebt das Spielerlebnis. Ne? Sonst wäre es ja hier todlangweilig. So, jetzt haben wir hier diese große Kreuzung mit diesen mehreren Brücken, die übereinander führen. Und jetzt geht's ab in die Stadt. Großstadtfieber angesagt, Freunde. Wie einfach so Hochhäuser plötzlich stehen, ne? Also irgendwie ist es ein bisschen unrealistisch, dass hier direkt Hochhäuser stehen, während auf dieser Insel nichts quasi ist. Also finde ich ein bisschen seltsam. Jetzt müsste auch eigentlich erstmal so mit so kleinen Häusern anfangen. Und umso tiefer man in die, also umso weiter man in die Stadt reinfährt, desto mehr Hochhäuser müssten eigentlich dann dort sein. Denke ich mir so zumindest. Aber gut. Vielleicht denke ich da auch ganz falsch. Musik ist auch wieder richtig cool. Ich glaube, das ist echt mein Lieblingslied von dem Spiel. Cycloid. Von ROM. Falls man die Band so ausspricht. Oder die Gruppe. Also stand immer da, zumindest ROM. Müsste eigentlich der Bandname oder der Gruppenname sein. Von den Interpreten des Liedes. So, und wieder zum Vulkan. In die Vulkanlandschaft. So. Aber hier gibt es auch keine Soundeffekte, ne? Jetzt zumindest nicht gehört, irgendwie irgendwelche Soundeffekte, die mit dem Vulkan zu tun haben. Naja, gut, dann eben nicht. So. 4 Minuten sind wir schon im Rennen. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange. Abkürzungen werden natürlich hier alle mitgenommen. Wie sich das gehört. Was war das da eigentlich links für eine Straße? Da konnte man gar nicht drauf fahren. Und die war auch nur ganz kurz irgendwie. Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. So. Bega Kahuma. Dort wollen wir hin. Okay. So, und da vorne durch den Tunnel. So, jetzt müssten wir, glaube ich, bald da dort sein. Ja, jetzt kommt hier nur noch dieser kleine Abschnitt. Wir können sogar von hier sehen, diese Strecke da oben, wo wir vorhin waren. Von der Klippe, wo wir da oben drauf waren. Hier, da ganz oben müsste es sein. Wenn wir von dort runtergesprungen werden, genau hierhin, wo das Ziel jetzt ist. Tja, dann hätten wir eine Menge Zeit sparen können. Aber so einfach ist das dann auch wieder nicht. Okay. 1575 Punkte gespeichert. Nächstes Rennen.
Okay, wir gucken mal. Drittes Rennen. Nächste Strecke. National Forest. Zwei Runden. Okay, hauen wir das noch rein. Andere Farbe. Ja, nehmen wir jetzt mal rot. Und los geht's. So, Starterfeld National Forest. Da sind wir. Maximum 25 Feet. Das ist die Maximalhöhe hier anscheinend für diese Brücke. Wenn man noch höher, ein noch höheres Fahrzeug hat, dann stößt man da oben gegen. Das darf natürlich nicht sein. So, wir sind weiterhin erstmal auf dem ersten Platz. Das finde ich schon mal gut. So, hier natürlich die innere Strecke nehmen. Ist ja logisch. So, also das Rennen schaffen wir auf jeden Fall noch in der Folge. Oh, hier ist alles abgesperrt. Aber das nächste Rennen müssen wir vielleicht auf die nächste Folge verschieben. Mal gucken. Oder ich mache die Folge ein bisschen länger. Mal gucken. Weiß noch nicht genau. Wäre natürlich schon cool, wenn wir das Turnier hier noch in der Folge abschließen könnten. So, da wieder zwei Leute mit schwarzer Lackierung hinter mir. Also der eine Kerl mit seinem Ferrari scheint jetzt nicht mehr da zu sein. Oder er hat jetzt eine andere Lackierung genommen, je nachdem. Oder ein anderes Fahrzeug. Ich weiß gar nicht, können die überhaupt andere Fahrzeuge, also können die ihr Fahrzeug auch wechseln während des Turniers, die anderen Leute? Beziehungsweise machen die das? Ich kann es ja, aber ob das auch für die anderen Leute gilt, keine Ahnung. Letzte Runde. So, 1 Minute 50 haben wir hier gebraucht. Dauert also ungefähr 2 Minuten das Rennen. 4 Minuten meine ich. Bisschen weniger, 3 Minuten 40. Na, das ist doch mal ganz angenehm, die Länge von dem Rennen hier. Wenn es doch nur immer so kurz wäre. Fände ich ja ganz cool. Und wenn es immer so flüssig laufen würde wie jetzt gerade, fände ich auch ganz cool. Naja, aber ich glaube, Need for Speed Hot Pursuit 2 ist ja eins der wenigen Spiele, das noch mit DirectX 8 läuft. Ich glaube, nur dieses Spiel und Colin McRae Rally 3 läuft mit DirectX 8. Sprich, ab allen weiteren, also bei allen neueren PC-Spielen sollte dann eigentlich DirectX 9 vorhanden sein. Was war das? Das Schild da gerade. Und DirectX 9 sollte eigentlich, was die Performance angeht, noch ein paar Verbesserungen bringen. Oh nein. Und auch wahrscheinlich, was die Kompatibilität angeht von den jeweiligen Spielen. Okay. Wir sind durch. Sehr schön. 1650 Punkte. Nächstes Rennen. Okay, sehr schön. Letztes Rennen dieses Turniers Alpine Trail. Zwei Runden. Komm, machen wir das noch schnell. Eigentlich wäre die Folge jetzt vorbei, aber wie gesagt, weil ich jetzt das Turnier gerne noch durch hätte, machen wir das jetzt noch schnell. Ja, was nehmen wir denn hier? Nehmen wir dieses violettartige Zeug. Ja, los geht's. So, Alpine Trail, Startefeld. Los geht's. Zwei Runden.
Da hinten stehen sie alle. Ich darf hier auf der ersten Position starten, weil ich mich schon so schön nach vorne gearbeitet habe im Laufe dieses Turniers. Tja, tolle Belohnung. Allerdings wird das Ganze dann auch ein bisschen anspruchslos, wenn ich hier sowieso schon als erster starte und überhaupt nichts mehr sozusagen zu tun habe, was das Überholen der anderen Leute angeht zumindest. Aber gut, es ist jetzt eh nicht so sonderlich schwer, von dem her passt das schon. Okay, Alpine Trail. Moment, das hier ist Alpine Trail? Oder verwechsel ich da jetzt gerade was? Ich hatte eigentlich Alpine Trail immer für eine andere Strecke, glaube ich, gehalten, oder? Ah, ich komme da komplett durcheinander bei diesen Streckennamen. Ist ja auch egal. Hauptsache, wir holen hier die ganzen Goldmedaillen, ne? Das ist das Einzige, worauf es ankommt. So, erste Runde vorbei. Letzte Runde. 1 Minute 28. Wird also auch wieder ein kurzes Rennen. Finde ich gut. So. Und ich sehe meine Gegner schon gar nicht mehr. Tja. Scheint, als hätten sie mittlerweile aufgegeben, was das Turnier angeht. Das ist natürlich schade für sie. Gut für mich. So. Okay. Ja. So, wieder hier schön die Abkürzung nehmen. Soll ich jetzt mal versuchen? Ich möchte mal versuchen. Geht das? Moment. Hier die andere Abkürzung auch noch zu nehmen. Und zwar die, die sich hier befindet. Weil ich so das Gefühl habe, oder? Dass ich damit noch mehr Zeit einsparen kann. Wollen wir mal gucken. 1,28,7. Na, 1,26,43. Naja, kann jetzt auch Zufall gewesen sein. In jedem Fall haben wir das Rennen und das Turnier abgeschlossen. 36.650 Punkte. Ganz genau, Leute. Gespeichert und Rennende. Okay, dann ist die Folge ja doch gar nicht mal so lang geworden, wie ich es gedacht hätte. Finde ich auch gut. Und wir haben hier 32 Punkte geholt. Schön. In der nächsten Folge geht es dann weiter gleich mit dem nächsten Turnier. Natürlich. Und zwar das Turnier Redwood Classic. Rase in diesem abwechslungsreichen Turnier. Merkt euch das, Leute. Es ist abwechslungsreich. Ja, so wie das ganze Spiel auch richtig abwechslungsreich ist. Mit über 320 km/h durch die Wälder. Alle Rennen finden auf den Redwood Forest Strecken statt. Um eine Medaille zu gewinnen, musst du mindestens Dritter werden. 100.000 Punkte gibt es für die Goldmedaille. Und wir fahren angeblich mit über 320 km/h da lang. Okay, ja. Allerdings steht ja jetzt nicht, welche Wagen wir zur Auswahl haben. Naja, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich in dem Fall fürs Ansehen. Hoffe, dass ihr Spaß beim Zusehen hattet. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von Need for Speed Hot Pursuit 2 und ciao.